Tja, der liebe Fabian, die letzte Bastion des Erdparadieses. Ja, so viel dazu, den haben wir im letzten Part besiegt. Sehr schwer war es nicht, es war auch nicht sehr einfach, aber es war zumindest nicht eine Bastion, von der man erwartet hätte, dass sie einen aufhält. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderlum zu M9 Pass, Pokémon Erta Foundation mit dem Zwergenfürst, natürlich Pokémon Ultra Mond mit dem Zwergenfürst. Wir gehen weiter voran in der Story und begegnen hoffentlich gleich Samantha, der Leiterin von Team Erta, von der Erta Foundation, deren Böses mit dem Wölkchen vor, mit dem Cosmog. Erfahren wir gleich hinter diesem Türchen hier, hinter dem Tor. Auf geht's! Wir streiten voran. Und da schon Legio. Der rennt einfach durch die Team Skellrüppel. Macht einfach, kann er einfach. Wir müssen wahrscheinlich gegen jeden einzelnen kämpfen auf dem Weg. Ich sehe es schon. Mann, wie viele von denen sind das denn? So viele Matratzen habe ich noch nie gesehen. Ja. Was meinst du, wie viele sind das? Zehn, cool. Team Sky etwa für die Erde Foundation. Wow, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich schon. Aber egal, der Schock muss warten. Los, zeigen wir es. Jeden einzelnen, Stück für Stück besiegen. Auweia, das wird ein langer Kampf hier. Ich versuche mal außen rum zu gehen. Vielleicht gibt es da eine Option. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Oh, Pelipper. Hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Ich mache auch einen großen Bogen um den Team Äther-Typ. Kann ja sein, dass der kämpfen will. Nein, ist nicht so. Ja, okay, hier geht's nicht lang. Ja, sieht alles sehr weiß aus und sehr, sehr geräumig, groß und steril vor allem. Ja. Und dann finden wir mal einen Weg draußen herum, den es wahrscheinlich nicht gibt, aber hier gibt es zumindest ein Item. Hyperheiler. Ja, ich weiß, ich muss dann wohl den Weg nehmen, der mir vorbestimmt ist, nämlich den langen, erschwerlichen Weg hier durch die Rüppel. Dieser Weg wird kein leichter sein, das ist steinig und voller Skullrüppel. Oh, du schaffst, du bist zu stark. Was, er hat die alle im Vorbeigehen besiegt? Ah, okay. Haben wir ja gerade eben gesehen, wer alle besiegt hat. Was willst du von mir? Ja, Ledo hat sie alle besiegt, oder was? So ungefähr. Aber der will kämpfen. Na dann. Ja, mit deinem Pokémon. Oder mit deinen Pokémon. Je nachdem, was du so hast, was dein Fall ist. Ich mach dein Arzt aus dir. Dann muss ich ja Boss nicht mehr mit dir plagen. Stimmt ja, den Boss müssen wir auch noch besiegen am Ende. Also schön die Pokémon aufsparen. Nicht alles verpulvern an den Rüpeln, sondern auch, ja, sparen für den finalen Kampf. Oh, und das Hintergrundbild, das sieht sehr schön aus. So ein bisschen der schwarze Schatten und das Weiße von Team Äther. Team Äther und Team Skull verbündet. Gibt's denn sowas? Spukball, komm! Mach dem Ganzen hier ein Ende. Okay, Lenny, dem wurde nicht viel geschadet. Spukball! Was? Okay. Da ich mal wieder mehr erwartet, aber ja, ich erwarte immer viel zu viel von den Kämpfen. Oh, okay. Spukball war wirklich doch effektiv. Ist jetzt trotzdem mal Tiefschlag ein, vielleicht kann das ja trotzdem was bringen. Können wir ausversuchen, ausprobieren, natürlich. Das heißt nicht ausversuchen, das heißt ausprobieren. Ah, Zwecke. Spuckball.
Spuk, weil dann spukt ihm mal einer und mach es alle. Ja, das war's. Und da haben wir den ersten Team Skyrider besiegt. So schwer war es gar nicht. Haben wir hingekriegt. Lenny erreicht Level 39. Traumfresser. Nee, lass mal. Lass mal, brauchst du nicht. So, besiegt. Team Skyrider Nummer 1. Nicht, ich hab verloren. Mein Pokémon sind die Verhinderer kapiert. Zeig wie gewinnt 1344 Pokémon Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den ersten Team Skyrider hervor. Das hat Lenny sehr gut gemacht. Und weiter geht's, der zweite. Ach, sind nur drei insgesamt. Ach, was. Für den Sponsor von Team Skyrider und alles. Was? Warte, da sagst du aber was. Team Aether, das Sponsor von Team Skyrider. Ja. Radikal besiegt. Und er erhält ein paar Erfahrungspunkte und der Rest des Teams auch. Rüpel wurde besiegt. Ohne die Knete wären wir total aufgeschmissen. Zwangfee gewinnt 1344 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den zweiten Team Skyrüpel hervor. Und weiter geht's. Da ist der dritte. Und der Boss wartet dann am Ende auf uns. Jo, jo, jo. Du hast ganz schön was drauf. Mach schon viel weiter auf, Kämpfe, die ich eh verliere, dass sie mich gar nicht erst leiden. Okay, so ein Versager. Gar nicht erst kämpfen. Hat er jetzt gelindnert oder was? Lindnern ein schwaches Verb. Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. So. Lieber gar nicht kämpfen als schlecht kämpfen. Genau. Ah, du bist ja stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Da kommt die Zwergenfee, die hoffentlich stärker ist und fordert den Team Skyrider heraus in einem finalen Kampf. Kein Erbarmen, keine Gnade, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große böse Bromley. Den Grünschnabel, da habe ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist von zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge, wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Finalkampf gegen Bromley. Und er hat gerade Gladio besiegt. Das heißt, er ist irgendwie stark. Irgendwie. Hoffentlich wurde wenigstens mein Pokémon-Team geheilt. Vor diesem Kampf. Nö, Fehlanzeige wurde es nicht. Ja, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ach, Tektas, den kennen wir doch. Den kennen wir doch von irgendwo her. Los, Infekt, Spukball. Lenny natürlich nur. Ah, okay. Hätte ich mir wieder mehr erwartet. Ah, und die Attacke kenne ich ja. Ja. Gute alte Sache. Da müssen wir wohl Steve wiederbeleben. Steve. Der hat doch gute Sachen geleistet gegen Bromley. In der Villa. In der Gruselvilla hier. Na komm. Tiefschlag, lass dich nicht besiegen, Hoodie. Komm, pflück ihn. Ja. Rückzug von Nektas. Aha. Feigling. Ein Pinsir. Von den Dingern muss man Respekt haben, weil die sind mega stark. Wenn ich selbst mal jetzt im Team in Pokémon Diamant ist, dass ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich glaube ich den Pinsir irgendwo gefunden. Das war mega hart, mega schwer zu besiegen. Zu meinem Glück. Ich glaube, wir beleben mal den lieben Steve. Der hat schon Gutes geleistet. Also ich hoffe, er wird es auch hier gegen Bromleys Käfer-Pokémon wieder leisten. Und gleich mal eine Top-Genesung auf den lieben. Ich habe keine Tränke mit dabei. Warum auch immer ich in die Aether Foundation in die finalen Kämpfe reingehe, ohne irgendwelche Tränke dabei zu haben. Weiß der Geier.
Steve ist dran. Los, er hat sehr effektive Attacken und hält hoffentlich einiges aus. Wie wäre es denn mit Bohrschnabel? Kleine Kante, komm, halt's aus, halt aus, halt aus. Ich sagte, halt aus, meine Güte. Steve wurde besiegt. Ist das so ein Kampf, wo wir dann ohnmächtig werden oder können wir dann direkt weiter? Wenn wir verloren haben. Gibt's halt nur einen bösen Spruch, weil wir verloren haben. Wie läuft das hier? Mal schauen. Wir werden es wohl gleich sehen. Weil so viel ist da hier gar nicht mehr. Ey, Zahn. Ist natürlich blöde, wenn wir verlieren. Ich würde auch viel lieber gewinnen. Das ist ein bisschen blöd. So, da kann sich das auch in dem Let's Play eigentlich nicht sehen lassen, oder? Wenn man gegen Bromley verliert, das ist kein gutes Ende. Auch wenn man durchgelassen wird. Muss. Steinkante. Genau, ich verrückt schon das Gegner, spuck man an. Ja, so verzweifelt bin ich ja schon. Ich habe nur noch Lea am Team. Lea ist die einzige, die noch lebt. Ich müsste mir mal Tränke besorgen, das wäre vielleicht mal ratsam. So, Juwelenkraft soll sehr effektiv sein, aber ja, komm. Real betrachtet sind wir jetzt besiegt. Zhang Fei hat keinen Kampf gegen Pokémon mehr. Und gibt Preisgeld, sehr viel Preisgeld und wird schwarzmorgen. Oh, wo bin ich? Was? Wie? Was habe ich gemacht? Was? Wenn? Wo bin ich denn? Ah, Pokémon Center. Pokémon heilen. Und dann hier zurück. Aber in den Kampf. Warum, den wollte ich gerade besiegen. Ah, das war's. Ich hab versagt. Zurück. Muss man den Dialog jetzt nochmal durchmachen, oder was? Ah, ja. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall Trinken mit dabei. Habe ich mir natürlich besorgt. Auf Screen, ja, aber... Das besorgt. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Ich habe mir Tränke besorgt. Was ihr hier wieder gedacht habt. Meine Güte. Ihr mit eurem Pubertät. Das geht doch gar nicht. Nein. Was ihr hier mal denkt. So. Ergebnis im Kampf. Besser. Skalbers Bromley sitzt, tickt das ein. Schön, den hatten wir doch schon. Lenny, komm. Sehr gut, inwiefern Lenny hier alles geben kann. Spukball. Kannst zumindest mal anfangen. Kannst den Anfang setzen. Oder auch nicht. Los, Steve, du musst es nur aushalten. Du hast sehr effektive Attacken. Kannst gutes ausrichten. Wenn du nur aushältst. Bohrschnabel. Zack. Das ist ordentlich. Rückzug von Tektas. Dieser Feigling. Mann, greifen hier. Ich habe den Erstschlag oder was. Unterdrückung. Komm. Bohrschnabel. Obwohl Nitro-Ladung wäre vielleicht besser, aber... Ah, Steve wurde besiegt. Der hält verdammt wenig aus. Der hat mal mehr ausgehalten. Los, Hoodie, du hast auch eine sehr effektive Attacke. Setz die mal ein. Flücker. Okay. Uiuiui, der ist schon stark, der liebe Bromley. Der kann was ausrichten. Der kann was anrichten. Da haben wir ein paar Tränke zum Glück. Einmal auf Hoodie hier eingesetzt. Auch wenn es nicht viel bringt, weil der hier... mit zwei Schlägen dahinter ist, wenn er drei Schläge aushalten würde, ja. Aber gut, vergeudet Attackenpunkte. Naja, ein Trank vergeudet, aber ja. Was soll's? Los, Pikachu, du musst mal hier stehen. Da kann ich mal ein paar Tränke einsetzen und Beleber. Ich denke mit... Steve sind wir immer noch am besten, da gehen wir am besten, wenn wir den im Kampf nehmen. Wird zwar ein bisschen zäh, weil er doch auch wenig aushält, aber naja, was soll man sonst machen? Der Rest des Teams ist auch nicht gerade stark. Static von Pikachu wirkt, es paralysiert, das ist auch gut, wenn da so ein Statusproblem schon mal da ist. Es ist nicht schlecht.
Ja, mein Pokémon-Team geht auch zur Neige. Also so viel Beleber kann ich auch nicht einsetzen. So viel möglich ist da nicht. Ja, ist ein harter Gegner. Der Bromley oder mein Team ist hoffnungslos unterlevelt. Das kann natürlich auch sein. Das kann man auch so sehen. Da habe ich nur noch Dave und Steve. Ja, und er hat ordentlich viele Pokémon. Ja, Nitro-Ladung. Das bringt hoffentlich mehr. Ja, Er hat mehrere Pokémon. Nicht nur das hier. Mein Team ist unterlevelt. Das, so sieht's aus. So ist es. So ist es. Was soll ich sagen? Kacke gelaufen. Weil die neuen Editionen die auch keine Zeit mehr lassen, um irgendwie zu trainieren oder so. Ist ein bisschen blöd. Wenn das Team dann auf dem letzten Stand ist. Nicht mehr auf dem neuesten zumindest. Ist kacke. Haben wir in Pokémon Weiße Edition gesehen, was das bei der Top 4 bringt und das Team unterlevelt ist. Ja, Der Steve ist wieder geheilt. Können wir ihn mal wieder einsetzen, können wir Dave zurückrufen, dann kann der zumindest noch bleiben. Ich habe höllische Angst jetzt hier. Auwei. Das ist tödlich. Die Schläge von ihm werden immer härter und härter. Dieses Team. Hielt es im Kampf gegen den Fabian doch für gut, aber jetzt gegen Bromley im finalen Kampf wurde ich doch eines anderen belehrt. Ja, paralysiert. Immer zur falschen Zeit. Ich brauche das eigentlich, wenn Steve angreift. Dann kannst du paralysiert sein. Dann kannst du mir was bringen, aber. Ich würde ja in der dritten Runde dann, in der vierten Runde dann wieder besser. Effektiv, komm, mach's zu Ende. Eiszahn. Ja, nein! Da ist noch ein klein wenig KP. Können wir das dem noch abziehen? Haben wir zumindest Pinsir besiegt. Zack. Ja, hat Gerardos auch was geleistet. Schön, schön. Hat mein Dave was geschafft. Donarion. Da hätten wir zumindest schon drei. Also hätten wir schon mal ein bisschen. Ja, das andere, das Ding jetzt ist ja ein bisschen schon angeknackst. Also ich will nicht sagen, es besteht eine Chance, die zu besiegen, aber ja. Es ist zumindest in Sichtweite. Na komm, Nitro-Ladung. Das sind Käfer-Pokémon, muss doch irgendwas bringen. Ja, irgendwas hat's gebracht. Donnerblitz. Was bringt das? Sehr viel. Oh, verdammt. Verdamm mich. Dave ist dran. Ein Elektro-Pokémon. Kannst du da nicht irgendeine Attacke einsetzen, die was bringt? Kannst du da nicht irgendwas? Hast du auch schon Bedroher hier. Na, ich sollte eigentlich heilen. Eiszahn. Lass wenigstens wirken. Ach, scheiße. Und das war's. Das war's. Das ist fertig. Aber wir sind weitergekommen. Stück für Stück kommen wir weiter. Immer weiter, immer mehr. Irgendwann schaffen wir das vielleicht. Irgendwann. Na. Nice. Haben wir es geschafft. Beim dritten Versuch. Ja, es war der dritte Versuch. Skyboss Bromley besiegt. Das stimmt mit dir nicht. Warum kann ich dich nicht platt machen? Kannst du ja. Hast du zweimal gemacht. Zwei Wege gewinnt 5400 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Bromley hervor nach dem dritten Versuch. Der finale Kampf gegen Bromley. Geschafft. Mit Ach und Krach.
Barney, was gibst du da? Ja, der ist verrückt. Ich hab wohl kein Wahl. Na los, geh schon. Ja, ich gehe ja schon. Ich mach mich auf den Weg. Samantha. In die goldene Halle, beziehungsweise in die weiße Halle. Was uns da drin wohl erwarten wird. Oh, die zwei kenne ich doch. Das Ultraforschungsteam. Unsere letzte Begegnung ist in der Welle hier, Trinanken-Sehenswangerschaft. Ich weiß nicht, was du bislang über seine Luminesenz in Erfahrung bringen konntest. Doch wir von unserem Teil haben entschieden, Fortschritte in unserer Nachforschung zu Erzählungen und wissen, was zu tun ist. Der Pokéball ist der Schlüssel. Wenn ein per Pokéball gefangenes Pokémon den Trainer korrigt, dem der Frank glücklich ist, sollten wir damit auch imstande sein, den Konzentrator auf ähnliche Weise zu kontrollieren. Denn was bei herkömmlichen Pokémon funktioniert, sollte auch bei den Grundmannzahl glücken. An dieser Stelle möchte ich dich ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir bei der Untersetzung des Plans keine Einmischung wünschen. Kommandant, Sionir, ich bitte um Verzeihung, doch ihr scheint lediglich Cosmox Wohlergehen am Herzen zu liegen. Und sie beherrscht Z-Attacken, was letztlich ja nichts anderes als Necromasmas Kraft ist. Was du mir damit sagen, dass wir dieses waghalsige Unterfangen ihr Kind anvertrauen sollen? Du hast wohl vergessen, über welche gewaltige Kraft Necromasma verfügt. Ihr Einhalt zu gebieten ist daher ja so etwas wie eine Art der Nächstenliebe. Ein Kampf also gegen das Ultraforschungsteam oder was? Erweise mir die Ehre eines Pokémon-Kampfes. Ich trete gegen dich mit unserem Pokémon an. Das Ultrabestie Venigro. Die Ultrabestie Venigro. Noch ein Kampf. Aha. Das Team ist natürlich nicht geheilt oder was? Ultraforscher Miren fordert dich heraus. Ein Venigro. Aha. Ein Dief. Natürlich ist mein Team nicht geheilt. Ja, was denn auch sonst? Man könnte ja das Team mal aufladen lassen, aber nö, wieso denn auch? Reelle Chancen zu haben, ist ja hier nicht, ist ja nicht gewollt vom Spiel. Das Team hier, dass man wirklich fair kämpfen kann. Ach je. Na dann. Was? Hat er gerade einen Trank eingesetzt? Hat ja gar nichts gemacht. Ich möchte meinen Hypertrank auf Dave. Kämpfen wir mal mit Dave. Hoffentlich kann Dave was anrichten. Ansonsten ist es ein bisschen blöd. Ich möchte hier nicht wieder besiegt werden von einem einzigen Pokémon hier. Das ist ja hier nicht die Möglichkeit. Renkenschmied, okay. Sieht momentan noch nicht sehr phänomenal aus, also hier scheint es nicht zu können. Das Mikro, Ultrabestienviech. Knirscher haben wir gerade eben erlernt. Im letzten Kampf gegen Bombay. Okay, vergiftet. Das ist nicht gut. Knirscher. Ja, das bringt was. Kann man einsetzen. Knirscher, vielleicht kriegt sogar Dave noch hin. Das wär's. Oder auch nicht. Knirsch ist zu Tode. Ja, ist auch gut so. Dann kann ich Steve einsetzen. Der wird's hinkriegen. Bin ich mir ganz sicher. Los, Steve! Du bist dran. Noch ein bisschen. Du kriegst das. Kriegst das gebacken. Ich vertraue auf dir. Nitro-Ladung. Erstmal ja mit Giftdieb. Zieht hoffentlich nicht zu viel ab. Nitro-Ladung. Komm, mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Die paar KP jetzt hier noch. Komm, dann halt Bohrschnabel hier. Hypertrank. Ich wusste, dass sowas passiert. Bohrschnabel. Das bringt hoffentlich viel. Ja, das bringt viel. Noch einmal Bohrschnabel, da haben wir's. Komm. Mach es fertig. Nice.
Und ich dachte schon, mein Team ist am Ende. Und ich muss gegen Samantha kämpfen oder was? Hoffentlich wird mein Team dann wieder geheilt. Es gelingt mir immer noch nicht, den Pokémon ihr volles Potenzial zu entlocken. Zwangfee gewinnt 564 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Mieren, die Ultra-Forscherin, hervor. Das ist wirklich äußerst ärgerlich. Ich verabschiede dieses unbefriedigende Gefühl, das man verspürt, wenn die Wissenschaft nichts auszurichten vermag. Wenn es uns gelingt, diese Kraft zu nutzen, müssen wir schon irgendwie zurechtkommen. Doch was Pokémon-Kämpfe betrifft, ist unsere Fähigkeit einfach unzureichend. Mach dir bitte keine Sorgen. Wir werden uns gegen Necromza schon zu helfen wissen. Verfolge du indessen weiter deine Träume. Damit dich später einmal nicht dieselben ruhige Gefühle plagen wie uns. Okay, lässt er mich jetzt durch. Schön, schön. Dankeschön fürs Durchlassen. Rein geht's ins Innere des Elternhauses, des Elternpalastes. Was kriegen wir da zu sehen? Da ist doch Samantha und Lily ist auch da. Und wir kommen auch noch mit dazu. Oh, Zwergfee, dich habe ich ja eine Weile nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum glauben. Du bist angekommen, du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also. Ein talentierter Trainer wie Zwergfee gibt sich mit jemandem ab wie dir. Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lily. Gibt es eigentlich irgendetwas, das du kannst? Was kannst du eigentlich? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden, oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Doch selbst du bist nicht verloren, denn mit meiner Liebe beschütze ich die ganze Welt. Die Welt beschützen? Mutter, was hat das zu bedeuten? Willst du wirklich in etwa dafür? Ist dir denn völlig egal, was mit Cosmog passiert? Nun, da ich gewaltsam dazu bringen werde, seine Kraft einzusetzen, ist es durchaus möglich, dass Cosmog dabei stirbt. Aber vergiss nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Welt all meiner geliebten Pokémon zu beschützen. Ihr Ehemann ist wahrscheinlich Fabian oder was? Sorge dich nicht, Lily. Cosmogs Opfer ist nicht umsonst. Ich danke dir, dass du dich so gut um es gekümmert hast. Und da verschwand sie. Mutter! Vielen Dank, dass du gekommen bist, Zwergfee. Ich möchte wirklich retten, aber ich weiß nicht, wie. Da wird es bestimmt schon einen Weg geben, das hinzukriegen. Ein Bett. Ja, kann ich mein Pokémon-Team heilen oder was? Das Bett ist so himmlisch weich, dass man darin versinken könnte.